So, da sind wir auch schon wieder. Ja, wir haben ja versprochen, wir werden jetzt hier mal ein bisschen umkramen. Hey. Du bist doch auch. Ich würde dir beinahe sagen, lass mich das machen, weil du immer so komische ich kann das nicht gut, Kanten und Ecken machst. Du bist der Meinung, ich kann das nicht. Ja. Ja, guck. Ja, das wackelt ganz schön. Das ist schwer für eine Frau. Ja. Immer diese Ausrede, weißt du? Es ruckelt ganz schön. Ja, typisch. Das ist so. Doch wunderschön hier so breit. Findest du das nicht gut? Ich rupf mal das Glas weg und kümmere mich gleich um Spikes. Ich brauche aber gleich neues Benzin. Also ich werde glaube ich gleich nochmal. Also einen Benzinkanister kann ich dir noch geben. Der ist zwar eigentlich für die Kettensäge gedacht gewesen, aber das ist ja nicht so wild. Das kann man ja immer wieder ändern. Also wir brauchen so oder so nochmal mehr. Ja, Benzin, wenn wir über Dauer wohl neues brauchen, leider. Oder wir bauen uns einfach irgendeine Schaufel. Ja, stimmt, eine Schaufel wäre auch mal eine Maßnahme. Moment. Scrap Metal, ich hätte gern Iron Ingots. Und zwar. Wie viel waren das? 4 Stück für eine Schaufel? Ich glaube ja. Gardening Hoe, Shovel. Da haben wir die Shovel. Ja, 4 Stück. So, ich habe eine Schaufel. Okay. Dann gehe ich hier rum und du die andere Seite. Okay. Ich bin der lustige Schaufel. Ja, ganz lustig. Ach, du brauchst hier keine Schaufel, ne? Doch, mache ich gleich. Also so, ich habe eine. An der Seite am Haus direkt lang oder auch mit einem Abstand? Was sagst du? Mit Abstand am Haus, oder? Okay, dann machen wir also einen Abstand. Das heißt, ich gehe auf 4. Und gehe dann hier weiter. 1, 2, 3. Schalali und schalalai. Ein Abstand vom Haus, ja? Ja, an den Seiten auf jeden Fall, weil ansonsten bin ich ja hier schon beim nächsten Haus gleich, ey. Ich werde mal kurz ins Haus gehen und gucken, ob es hier ein bisschen Wasser gibt. Ich denke nämlich schon, dass wir hier irgendwo Wasser finden werden. Ah, Essen. Wasser. Ich hätte ja mit mehr Wasser gerechnet, ehrlich gesagt. Ich habe ganz schön viel Wasser noch. Ja, wir haben auch noch irgendwo man welches. Ich habe immer sehr viel Wasser, ne? Außer in dem Singlespiel-Game, wo ich ganz verlassen. Ja, das ist irgendwie normal. Da so, habe ich kein Wasser. Das wird jetzt hier eine richtige Festung, Leute. Das wird richtig cool. Ja, das soll eine Festung mit großem Garten werden, bitte, ja? Und dann Eingang zur Unterwelt. Ja, das ist auf jeden Fall. Wir müssen uns noch gut durch die Gegend schippen. So, klick. Oh, die Schaufel braucht lang. Die braucht jeweils einen. Tick, 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 tick. Schaufel, 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 tralalalala. Ich find's lustig. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Ich erinnere mich gerade so ein bisschen an Minecraft. Ich auch so ein bisschen an Kohle. Ja, auch so generell. Mit großem Garten wird aber schwer, glaube ich, oder? Da hinten kommt gleich wieder eine Straße oder haben wir da einen Gartenbereich dran? Das sehen wir gleich. Das ist ja ein bisschen interessant, ne? So. Ich hoffe nur, dass hier nicht irgendwo mich ein Zombie von hinten anfällt. Ja, man hört ihn ja. Da schrecke ich mich wieder. Braucht das zu lange? Ja, ist ja schön. Also ich bin jetzt gleich am Haus vorbei. Und dann machen wir, müssen wir mal kurz uns absprechen, wie weit wir hier nach hinten gehen. Also ich bin jetzt hinten raus quasi. Ich könnte auch hier mal die ganze Erde einsammeln. Desto weiter, desto mehr Spielraum haben wir natürlich auch nachts und können nachts auch viel machen. Ja, darum geht's ja. Damit wir vielleicht nachts so eine Höhle bauen. Eine hohle Höhle oder so. Oh Mann, ich würde sagen, hier, ich gehe auch bis zur Garage. Hier ist ja eine Garage. Und okay. Wenn ich das mit der Wand abschließe, dann kommen da die Monster-Zombies nicht am Rand vorbeigelaufen. Gut, dann, geh mal gewisse Wand vor. Ich mache mal eine Linie nach drüben, damit ich weiß, wie weit ich muss. Hier müssen wir lang.
echt wie Minecraft. Ich höre auch irgendwo einen Zombie rumwuseln. Ja. Ich sammle auch nicht wirklich viel Erde auf, muss ich ja ehrlich gestehen. Also erstmal noch drei weiter. Ja, ich auch nur so ein bisschen. Weiß nicht. Wofür ist die Erde auch gut? Okay, so. Um zum Beispiel unterirdisch Sachen anzupflanzen. Hm. Wenn wir dann mal einen unterirdischen Garten brauchen, dann kann man sich das auch wieder Erde holen. Ja, stimmt auch wieder. Ansonsten ist es eher nur nervig. So. Tschuck. Aber wenn wir jetzt nicht das bis zur Nacht hier schaffen, weißt du gleich Bescheid, ja? Dann gehen wir von dem Haus hier weg, weil es wäre sonst echt zu viel Arbeit dafür. Ja, der Garten ist ja breit. Breit. Nicht wirklich. Oh Mann. So. Okay, aber wir brauchen Holz. Also gehen wir Holz fällen, würde ich sagen. Hier draußen, komm. Ich fäll Birken, ich weil wir... Ich will ja auch immer Scrap Metal, ja. Ne? Chuck! 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 Komm schon. Lalala. Ich... Ist hier irgendwo welche, die mich gerade nerven wollen oder so? Die gehört euch in Baumfälle. Das sind voll die Naturschützer-Zombies. Das ist der Punkt. Eine Axt habe ich nicht, also ich lasse nicht mal die Bäume fällen. Ja. Ich höre die Zombies, aber ich sehe keinen. Ich könnte auch mit der Kettensäge rangehen, theoretisch. Oh, da ist er. Hui. Aber ich will kein Benzin verschwenden. Das brauchen wir vielleicht noch. Das war ja nicht so erfolgreich hier gerade. Ja, du kannst mich ja ein bisschen schützen. Vor dem Zombie-Gesocks. Mir wurde ja auch der Tipp gegeben, ich könne die Erde unter den Bäumen direkt wegmachen, dann fallen die Bäume auch. Müsste man ja eigentlich mal ausprobieren, oder? Komm, wir nehmen jetzt mal die nächste Birke hier. Wo ist eine Birke? Da ist eine Birke. Du musst ein bisschen auf dich selber aufpassen, ich bin irgendwo hier hinten, ne? Okay. Ob der Baum auch fällt, wenn man das Gras drunter wegmacht? Okay, also der so stand. So spart man sich Ausdauer. Der stand sehr, sehr gut, der Baum. So. Wie viele Wooden Tips bräuchten wir denn ungefähr? Oh, wollen wir die großen Stacheln machen oder die kleinen? Ja, die großen auch. Ich glaube, die kleinen bringen mehr, oder nicht? Ja, die kleinen bringen mehr, aber die großen halten länger. Und halten auch länger aus. Das ist halt einfach das ist ganz günstig. Vor allem hüpfen die da so schön drauf rum. So, ich kann ja mal die großen bauen. Zum Spaß. Wo ist denn das hier? Wood Tip, bla, irgendwas mit Tip, bitte. Birch Tip, da. Wie viel kann ich davon bauen? Also ich könnte da jetzt mal 124 Stück von bauen, das ist ganz gut, damit müsstest du auf jeden Fall um das Haus rumkommen. Mhm. Jep. So, kommst du hier hin, da hin, dann passt das auch. Oh. Hallo, Herr Zombie, du bist aber hier nicht so... Wow! Das fand ich gerade nicht so witzig. Die einzige Reaktion, die meine Waffe von sich gegeben hat, war klick, klick, klick. So. Also bauen wir die letzte Reihe quasi aus den großen. So. Ja. Das sieht nicht verkehrt aus. Wir können ja auf die großen die kleinen auch noch drauf tun. Das ist ja eigentlich so der optimale Schutz. Ich weiß nicht ganz, ob das reicht. Mein Birkenholz. Schalladü. Wir bauen uns eine Festung. Schalladü. Hoffentlich hält sie diesmal besser. Klar, auf jeden Fall.
Wir sind ja besser vorbereitet diesmal und wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Also ich würde auch sagen, die nächste Nacht werden wir wohl noch nicht in diesem Haus hier verbringen. Ich hätte nämlich auch gern ein bisschen mehr Scrap Metal, damit wir uns so einen Eisenzaun hinten rumziehen können. Noch ja. Als zusätzlichen Schutz und vielleicht auch außenrum einen Eisenzaun machen. Um das Haus, damit das Haus geschützt ist. Ich möchte nämlich nicht, dass die Zombies hier über Nacht wüten in dem Haus. Vielleicht gehen wir den einfach wieder zurück in unser anderes da oder so. So. Also ich kann dir sagen, man braucht um unser Haus zu umrunden 90 Stück. 91 anscheinend. Aha. Vorne ist jetzt, fehlt ja noch einer. Der musste aber fehlen. So, und hast du jetzt noch Spikes irgendwie? Nee, ich habe aber noch ein paar Sticks. Also ich würde jetzt, also Sticks habe ich glaube ich auch noch welche, genau. Wooden Spikes, Wooden Spikes, wo sind die Spikes? Muss nur erstmal was essen, ich lasse mich dann wieder fast verhungern. Wood Planks, Polo, achso, die sind keine scharfen Sticks, deshalb, ha! So. Wo sind die, oh oh. Was höre ich denn da komisches? Macht der den schon kaputt? Ja. Was ist denn mit ihm kaputt? Oh. Ich würde sagen, deine Waffe ist leer. Ich suche trotzdem noch meine Wooden Sticks. Spikes. Sag mal. Ich habe die doch schon mal gehabt. Wo sind denn meine Sharpen Stick? Sharpen Stick. Oh. Sharpen Stick. Hey. Der hat ja richtig gutes. Oh! Ich bin gegen den. Scheiße, gegen die Spitze gelaufen. Ach, hier sind doch die Spikes. Ich bin echt doof. Ich kann nur 24 Stück erstmal machen. Okay. Da brauchen wir wohl ein bisschen mehr. Spikes. Ich kann nur so oft klicken, wie es geht, ja? Yep. So, okay. Ich setze jetzt erstmal die Spikes auf die Spikes, ja? Das ist meine erste Action. Wow. Okay, oder auch nicht. Au! Boah, das obere Teil ranzukommen ist ja fast unmöglich. Da hast du nur einen ganz kleinen Bereich, wo du hinklicken kannst. Nicht witzig. Ah, und dann musst du aufpassen, dass du die nicht aus Versehen davor legst. Weil dann legst du die nämlich direkt zu Füßen. Angenehm. Da drauf packst du sie also direkt. Okay. Ja, es sieht doch gut aus. Sieht irgendwie wie ein vernünftiger Schutz aus, ein bisschen. Nur wie gesagt, wir müssen halt aufpassen, weil es wird bald wieder Nacht. Und dann ist hier Polen offen. Es wird aber auch viel zu schnell Nacht. Will er mich verarschen? Der war leider nein. Das geht ja mal gar nicht hier. Ja, ich habe jetzt auch ständig welche dahinter. Aber das ist kein Problem, dahinter dürfen ja welche sein. Damit kann ich Tatsache leben. Irgendwo hallo, ein Zombie? Zombie. Zombie. Wie klein, also das müssen sie echt noch anpassen. Wie klein der Bereich ist, auf den man klicken darf, ist echt, das ist zu wenig. Das ist ein bisschen schwierig, ne? Mhm. Das ist ja, also gerade wenn man an okay, Minecraft jetzt, wenn ich die erste Linie gemacht habe, kann ich hier vorne klicken machen, ja? Ja. Oh, hallo, Mrs. Du musst nur aufpassen, dass du nicht aus Versehen in welche reinrennst, die ich schon gesetzt habe, weil ich sie davor gepackt habe oder so. Ich könnte die eigentlich auch wieder aufheben. Na komm. Ich denke auch Zombies, die keine Geräusche machen. Nicht, dass man jetzt hier einfach rumrennt und dann denkt man sich so, ups. Ja, das ist sehr heftig, ja. So, kommst du hier? Gehst du ran hier? Ist ja unglaublich. Hallo, dieser Blöde hier soll verschwinden, damit ich da was setzen kann. Schießen weg oder so. Ach, jetzt ist er weg. Okay, so. Na, setze ich jetzt einfach mal kurz dahinter. Da auch. Na, ist klar. Aber dahinter wollten wir eh noch eine Reihe haben.
So, das sieht ja schon mal gut aus. Ich baue mal kurz hier uns eine Brücke, damit wir hinten dicht machen können, damit keiner mehr durchkommt. Und zwar brauche ich dafür Iron Ingots. Und zwar eine Menge. So, okay. Und aus den Iron Ingots hätte ich jetzt gern keinen Eimer und keinen Kochtopf. Thin Congrated Metal? Forging Metal. War das Forging? Ich hasse es, wenn ich im Menü bin. So, und dann Metal Trussing, genau. Perfekt. So, davon hätte ich gern mehr. Mehr. Das wird unser Schutz. Check. So. Und hier baue ich uns jetzt quasi. Kannst du mal Leitern bauen? Ein paar? Klar. Wow. Das wollte ich eigentlich gar nicht haben. Oh, es war so klar. Ey, das mit dem Klicken und Zielen und so geht auch gar nicht bis jetzt. Wo sollen die Leitern hin? Vorne ran, dass wir da quasi hochkommen. Und jetzt machen wir noch eins höher, damit die auf keinen Fall, genau. Perfekt. So, und jetzt machen wir hier noch einen Schutz, damit die von der Seite nicht ankommen. Dann können wir hier nämlich ganz gemütlich runterlaufen und kommen ins Haus. Mhm. Und die können das nicht so ohne weiteres zerstören. Okay. Cool, aber dann haben wir das Haus ja doch schon relativ gut geschützt für die Nacht eigentlich. Jetzt müssen wir nur die Seiten noch schnell machen, damit... Also wenigstens noch hier die ganzen Dinge aufsetzen. Auf jeden Fall. Wie viel Zeit haben wir noch? Oh Gott, es ist gleich 19 Uhr, wir müssen rein. Ernsthaft? Yep, ernsthaft. Wir sollten noch die Dingensreihe zu Ende kriegen. Wirklich? Der Meinung bin ich auch so ein bisschen irgendwie. Bin ich volle Kanne der Meinung. Hallo, Zombie? Weil wenn die Sonne hier untergeht, ist vorbei. Ist Schluss mit lustig, vorbei der Mai, aus die Maus, ne? Weiß sehr. So. Okay. Ich renne jetzt noch mal rein und baue hinten am Garten schon mal uns eine kleine Ringsrum-Festung, dass die da nicht Scheiße. Durchlaufen können. Das ja? Hab ich unter mich gesetzt. Weil hier dürften sie eigentlich nicht ohne weiteres langkommen. Ich habe zu viel Angst. Kannst du außen noch ein paar Fackeln setzen? Ja, mache ich gleich. Komm schon, heb's auf. Genau so. Okay, und dann kannst du, wenn du willst, in den Garten kommen und da noch Fackeln setzen. Upp, ich wollte noch wollte ich keine zwei Etagen bauen. Du bist also, schon im Garten, ne? Ja, ich bin im Garten. Du kannst vorne theoretisch... Ich habe hier noch ein paar Stacheln verteilt, siehst ja. du so? Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Gucken wir uns gleich noch an. So. Ich finde es schön, dass die Sachen auch wesentlich gerader werden, sobald man zwei Etagen von etwas baut. Ja. So, okay. Damit dürften sie eigentlich, wenn du hier noch ein bisschen Licht machst, wo ich dir sehr verbunden wäre. Hier außen? Hier hinten? Ach so, hinten. Ich komme hier. Das könnte man theoretisch sogar noch überdachen. Und du hast noch Leitern übrig? Ja. Gut, dann rechts und links quasi so als hochlaufende Leiter aufbauen. Und zwar irgendwie da rankommen, damit wir hier oben raufkommen. So, damit werden sie uns zwar eine Menge Spikes über Nacht zerstören, aber die werden nicht durchkommen. Zumindest hoffe ich das ganz stark. Da sieht das schon mal gut aus. So, ich gehe nach vorne und sichere noch unseren Bereich vorne zu Ende. Ich finde das toll. Das wird diesmal definitiv besser. Yep, auf jeden Fall. Wir haben hier zwar echt zu wenig Stacheln aufgebaut. Komm schon. Achso, ich habe keinen Platz mehr.
Ich habe auch ein bisschen Angst, dass das hier einkracht. Also kann man das hier einfach ransetzen? Ah, nicht rauf, ran. Ne, kann man anscheinend nicht. Das heißt, ich muss es wirklich einreißen. Sache, ich zerstöre nicht aus Versehen unser Vordach damit. Das wäre nicht so ganz in meinem Interesse. Nee. So. Das wäre nicht so gut. Okay. Ja, ja, ich weiß. Hoa, hoa, hoa. Na komm schon, na komm schon. Wow. Wow. Seit wann könnt ihr das? Wow. Die benutzen die Leiter. Oh mein Gott. Anscheinend schon. Nee, die sind hier. Ach, die sind hier lang gekommen, okay. Ich bin hier hinten nicht sicher. Doch, 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 gleich. So. Muss zwar morgen noch schicker gemacht werden, aber jetzt kommen sie zumindest erstmal noch nicht durch. Ich dachte aber auch gerade, die können doch keine Leitern benutzen. Wie haben sie das geschafft? So. Okay. Dann stützen wir das mal von innen ab. Ne, erstmal muss das Ding hier weg. So, einmal abgestützt. Hier drüben die Ecke auch mal abstützen. Hier zu mal. Ja, komm weg, der Fackel. So. Oh, oh, oh. Nee, nee, bitte nur das. Hallo, du sollst nur das kaputt machen, genau. So. Einmal das, dann. Okay. Blöp Metal. Plop, plop. Plop. So. Eieiei. Alles schick, alles schick. Du machst alles zu da vorne. Das ist gut. Ja, so weit wie notwendig halt. So, okay. Das Dach ist gestützt. Wie gesagt, die Leiter können sie eigentlich nicht nehmen. Ja, weil das war jetzt echt ein bisschen merkwürdig. Aber es soll ja im nächsten Update kommen, dass wir Leitern benutzen können. Okay. Ja, das wird gruselig, das wird echt hart. So. Aber ich würde sagen, alles weitere Festungsbaumäßiges, genau, gibt es in der nächsten Folge. Also, bis dann. Tschüss. Tschüssi.